Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic mit Dante und seinem springenden Auto, was ich nicht sehe. Hi Buddy, ja, es ist bloß ein springendes Rad. Ach so. Links hinten das Rad, wo du jetzt im Prinzip davor stehst, das hops wie Sau. Also das ja. Ja, genau. Und ich werde jetzt mal was versuchen, auch wenn es für die Zuschauer vielleicht ein bisschen nervig ist. Genau. Aber ich werde hinten mal die Aufhängung ein bisschen anders machen, weil ich glaube, ich habe die Blöcke verdreht, dass es vielleicht da dran liegt. Versuchen wir. Probieren wir das jetzt mal. Müsste ja eigentlich theoretisch ruckzuck gehen. Aber auf der anderen Seite springt es komischerweise nicht. Also schon ein bisschen merkwürzig. Merkwürzig? Ist ein bisschen merkwürzig. Das ist jetzt am dümmsten. So, dann muss das natürlich auch nochmal alles weg. Ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht runterfällt. Aber gut, jetzt fällt es runter. War ja noch an einer Stelle zusammen. So, dann probieren wir das nochmal. Ja, und ich nehme wieder diese Blöcke. Oh oh, jetzt hab ich ein Problem. Was? Müsste die Stoßdämpfer mal abmachen. Weil? Weil das sonst hier nicht hin. Ob ich das haben will. Das ist doof. Obwohl, warte. Ach. Das Ding. So. Du musst da schon mal zusammen klatschen. Das mal so rum. Das so rum. So. So. Ist da noch eine Scheibe? Ein bisschen komisch aus. Also heißt das doch mal. Ja, manchmal kommst du nicht drum rum. So. Aber dann mache ich erstmal das Auto. Dreh dich. So. Ich erstmal auf der anderen Seite genauso. So, jetzt muss ich mal gucken. Nein. Jetzt. So würde das willst jetzt... du mich verkackäppeln, Alter? Das ist eine. Kannst du. Ja. Junge. Das Ding will mich ecken hier heute. Ich... Willst du dich ärgern? Irgendwie. Nein. Jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, ich hab vorne was vergessen. Da brauche ich ja noch einen Teil. So, und ich hoffe mal, dass es jetzt nicht springt. Ansonsten kriege ich jetzt einen Schreikrampf. So, dann haben wir das. Jetzt kommt das erstmal. Das muss ich jetzt noch damit verbinden. So, das ist jetzt alles verbunden, okay. Nein, das war falsch. Okay, das passt. So. Ja, ich habe die Hinterachse jetzt mal ein bisschen anders gemacht. Gucken, ob das jetzt hilft. Ne, springt trotzdem noch. Also, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich vermute mal, dass es vielleicht die Internetleitung, also meine Leitung zum Synchronisieren etwas vielleicht möglicherweise ist, aber ich habe keine Ahnung. Glaube ich aber bald nicht. So. Kann möglich sein, aber... Ja, es wäre eigentlich Unding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es wäre eigentlich ein Unding. Und wie gesagt, mit den Scheiben, das hat, also so die Aufhängung, so wie sie jetzt hier ist, hat im Singleplayer einmal frei funktioniert, muss ich sagen. Da hat nichts gehopst oder gesprungen oder sonst irgendwas. Ist? Was? Ist nichts gehopst oder ach so, gesprungen. Achso, ist nichts, ja. Oder? Ja, ist egal. Sei mal nicht so kleinlich. So, jetzt habe ich oben den Block weggemacht, da sind die Stoßdämpfer gleich mit verschwunden. Was? Bitte was? Wieso, ja, von mir aus. Wieso hängt denn der jetzt hier durch? Naja, weil ich den Stoßdämpfer weggemacht habe. Ich musste hier ein bisschen was umbauen. Noch. Ach so. Deswegen, ja. Ach so. Huch! Mensch. Wohlgefallen. Warum springt die Scheiße? Das geht mir gerade richtig auf den Sack.
Ja, gut, wie gesagt, habe ich wenigstens einen kleinen Titel für die Folge. Bringende Scheiße. Irgendwie sowas. Fortsetzender Sprung oder sowas. Genau. Doofes Gehopse. Genau. So, jetzt muss ich meinen erstmal wieder hochnehmen. Ah, ja, es ist schon ein bisschen nervig, muss ich mal sagen. Ja, weil es nur die eine Seite ist, die springt, weißt du? Vorhin war es vorne, jetzt ist es hinten. Vorne ist jetzt weg. Beziehungsweise war es bei dir das letzte Mal. Und jetzt ist es aber komisch. Nervt mich gerade ein bisschen. Weil ich mir das nicht erklären kann, warum es so ist. Das ist das Nervige. Genau. Daran. So. Mal, hatte ich die hinten oder vorne dran, die Stoßdämpfer? Das bist du jetzt auch nicht mehr. Die hattest du, was, hinten die Stoßdämpfer? Hatte ich die seitlich hinten oder seitlich vorne? Die hattest du also hinten. Mehr zum Rad zu oder mehr innen? Nee, mehr innen hattest du die dran. Das siehst du ja an den Blöcken, die noch da sind. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Wieso geht denn das Ding nicht auf? Weil das Ding auf dem Wagenheber sitzt. Ach so. Gut zu wissen. Nee, warte. Konkreten Block, Alter. Konkreten. Und jetzt speisen wir das Ganze. Also das mit dem Springen ist echt nervig gerade, muss ich feststellen, weil das hopst auch beim Fahren bei mir. Also wenn das von euch schon mal jemand hat, bitte... Bitte mal einen Hinweis, wie ich das eventuell entfernen könnte, wenn es bis zur nächsten Folge nicht weg ist. Hoppala. Weil das finde ich gerade extrem nervig. Dreht sich das überhaupt richtig rum? So. Perfekt. So, jetzt müsste sich das Rad auch richtig rumdrehen. Ja. Jetzt. So, mal jetzt was nicht so anspruchsvoll ist. Ups, was? Das war verkehrt. Na gut, machen wir dann. Wenn ihr vielleicht herrscht ja auch irgendein Ungleichgewicht in dem Auto, keine Ahnung. Kannst mir gerade echt nicht erklären, warum das hier rumspringt. Leider auch nicht sagen. Ne? Wie gesagt, ich sehe ja nicht. Ich springe. Also jetzt ist es völlig am Ausrasten. Alter Vater. Das ist ja mal was, ey. Also ich glaube, ich muss das noch ein bisschen, also fürs LP muss ich das eventuell bestimmt noch ein bisschen überarbeiten. Das ist schon heftig. Dass hier so rumzickt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also vor allen Dingen, man sieht es ja auch, wenn also ich sehe es ja zumindest, das ist echt ein bisschen nervig, total. Komm, dann müsste man ja bei dir ein Dings auch sehen. Naja, in der Aufnahme sieht man es auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, guck in meine Folge. Ja, werde ich mal machen. Und da wirst du auch sehen, dass in der Folge zuvor dein Auto gesprungen ist. Ja. Schauen wir mal. Oder in der Folge da zuvor, also in der ersten Folge von dieser Session. Ja, so. Jawohl, ja, es war sein erstes Maria. Ich kann ja an das Auto nichts dran. Ich kann an das Auto nichts dran setzen, weil dann springt es gleich wie blöd durch die Gegend. Alter, das ist ja furchtbar. Ich setze das Ding jetzt wieder auf den Wagenheber. Das ist ja total nervig. Und wie gesagt, ich kann mir absolut nicht erklären, warum das hier so rumzickt, die Karre.
Weil wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, hätte ich mal schnell meine Konstruktion aus dem Singleplayer rübergeholt. Und da hättest du gesehen, dass das nichts gehopst wäre. Aber ich kann mir das echt gerade nicht erklären, warum das hier rumspringt. Meine, klar, es liegt an den Drehscheiben, aber die braucht man ja, dass es ja noch Spiel hat. Schon merkwürdig. Richtig komisch, merkwürdig. Probieren wir mal kurz was anderes. Mach das mal ein bisschen anders jetzt. Drüben ran, ja. Das eigentlich jetzt aber ist. Oh. Also auf alle Fälle. Die Pipes fehlen. Das war super schlau. Nächster Test. Ne, das springt immer noch. Meine Fresse, das gibt's doch Bring nicht. Da oben, wenn du den in der Luft hast? Ne, ne, auf dem Wagenheber nicht. Das ist ja, auf dem Wagenheber bewegt sich eigentlich nichts. Oh, es ist gerade echt komisch, dass das Auto hier so rumzickt. Weil ich kann mir echt nicht erklären, woran das liegen soll. Merkwürdig. Ne. Und es springt immer noch. Also ich kann hier machen, was ich will. Ich krieg das Gehops hier nicht weg. Gut, weißt du was? Ich werde mir das mal blueprinten und werde das dann, wenn wir soweit sind, im Singleplayer mal ausprobieren, ob das da auch so rumspinnt. Vielleicht habe ich ja halt doch irgendeinen Fehler drin und ich sehe ihn jetzt bloß nicht. Safe. Gut. Ja, hier habe ich mir ein bisschen was vom Shop gezogen. Habt ihr jetzt auch alle mal gesehen. So. Gut. So, wie machen wir jetzt weiter? Bisschen abgucken, So. Ideen klauen. Ne, Quatsch. Da. Was denn du? Was denn? Irgendwas Funktioniert nicht. Ach so. deine Klappe nicht mehr richtig? Nein, jetzt habe ich, oder? Habe ich da was weggenommen, was ich gar nicht wegnehmen wollte? Nein. Oh, Gott sei Schrank, ey. So. Gott sei Schrank. Gott sei Schrank, genau. Aha. Gott sei also im Schrank. Schlecht aus. Ich da vorbei, ja, müsste sogar passen. Ja, das kommt doch zu weit runter. Nein, scheißen Dreck. Oh.
Welche Farbe? So. Was? Mach mal die andere Seite weg. Gut, dann würde ich sagen, dass wir hier so rumgehen. Und hier dann mal andersrum. So. Ja, das würde sogar funktionieren, ja. Da könnte ich aber schon eher abgehen. Ein älterer Tor hier. So. Perfekt. So. Ich nicht perfekt. Arsch. Bei mir ist er natürlich wieder gerade gehopst, war. Also hat sich gesenkt und wieder gehoben. Falls es dich interessiert. Komisch. Muss doch nicht sein, ne? Naja, eigentlich nicht, ne. Ist schon ein bisschen sehr komisch. Aber wie gesagt, bei mir gibt es springende Reifen, die du nicht siehst, also von daher. Ja gut, das war jetzt blöd. So, dann hätten wir das. Jetzt kommt noch diese Seite dran hier. Das ist jetzt natürlich Mistikack. So, was? Auf. Ah. Mugge, Mugge. Was? 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 Hä? Was? Unten im Boden vorne vom Motor werde ich noch ins Tiefer setzen. Der Motor ist garantiert höher wie der Motorinnenraum, der hier ist. Das kann gut sein, ja. Was war da bloß nicht? Okay. Oh, klar, ich nehm's weg. Gut, dann würde ich sagen, für die Folge haben wir erstmal genug. Rumgepastelt. Und... ja, genau. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Kommentieren oder was ihr auch immer ihr wollt. Genau. Und hoffentlich ohne springendes Rückgrat. Wie gesagt, genau. Ich werde mir das im Singleplayer noch mal ein bisschen genauer angucken und gucken, vielleicht habe ich doch einen Fehler drin. Alles klar, aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig mal ein bisschen Feedback da und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.